you're done rolling out the dough, put some more flour on your work surface. Then spread out some pomodoro or frito on your pizza. Don't use too much, otherwise you get a soggy pizza. I'm spraying some olive oil on the pizza. This way I don't get too much olive oil and still get some good flavors and a nice and shiny crust. You can put any kind of topping you like on the pizza. I like to use some tomatoes, jalapeno peppers, and of course a good sausage, which I slice finely so it can crispen up. Mozzarella is a good thing to put on your pizza as well, because it melts perfectly. Sprinkle on some cheese to finish it off, and then use your pizza peel to take it off your work surface. Place it on your preheated pizza stone, which in my case is on the braai. If you use a braai, you gotta check for the bottom to be finished. When you got a nice solid crust on the bottom, you want to transfer it over to the firebox and place it underneath after you've removed all the embers. Then your pizza is ready to slice and for you to enjoy it. Look at that nice golden crust.
bevor ich jetzt anfange, die Brotjes zusammenzubauen, werde ich das Öl noch ein bisschen salzen. Weil wir werden ja damit quasi unsere Brötchen von außen ein bisschen würzen. Und ihr könnt sehen, dass der Knoblauch, der gibt also, dadurch, dass er so fein ist, gibt er richtig schön Aroma an das Öl ab. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Hier sind unsere Brotscheiben. Und damit pinsel ich jetzt, das werden die Außenseiten jetzt werden hier, damit pinsel ich jetzt mit dem Knoblauchöl, werden die jetzt eingepinselt von außen. Sie richtig schön kross werden können von außen. Dann drehen wir die um. Und da kommen dann hinein von den sonnengetrockneten Tomaten. Von den Frühlingszwiebeln. Dann haben wir hier den Schinken. Davon darf ruhig richtig ordentlich da rein. Als nächstes kommt der Cheddar-Käse. Das Ganze müsst ihr da ein bisschen andrücken, damit der nicht runterfällt. Und dann habe ich hier die Oberseiten. Da wird jetzt auch nochmal von dem Knoblauch-Olivenöl oben drauf gepinselt. Wenn da ein paar Knoblauchstücke mit dabei sind, das schadet auf gar keinen Fall. Es gibt dem Ganzen nochmal einen richtig schönen Kick. Und generell, also wenn ihr das Öl dann übrig habt, das einfach zusammen mit einem frisch gerösteten Brot, das ist, alleine das ist schon ein Gedicht. So, dann werden die Scheiben einfach oben drauf gesetzt. Und dann habe ich hier so ein sehr groß geratenes Ding. Normalerweise kennt ihr das vielleicht, da kann man so Bratwürstchen reintun, da muss man die nicht einzeln auf dem Grill drehen, sondern kann das ganze Ding vollpacken mit Fleisch. Und dann dreht man einfach diesen Korb und hat das somit dann alles auf einen Schlag erledigt. Das werde ich heute benutzen, um eben die Brote da so ein bisschen einzuspannen, dass sie eben nicht auseinanderfallen auf dem Grill. Und zwar so ziemlich so. Und dann setzt ihr quasi den Deckel an und könnt die Brote damit richtig schön zusammendrücken. Und ja. Und so kommen sie jetzt auf den Grill. Und was das für ein Grill ist, das zeige ich euch jetzt. Ich bin heute hier bei Comfort Trade in den Niederlanden und ja, jetzt geht es also um den Grill. Und der Grill ist etwas ja, Gigantisches und doch Außergewöhnliches. Es ist ein Braai. Ein Braai ist ein Grill, wie er in Südafrika verwendet wird, wie dort die traditionelle Art zu grillen. Und im Prinzip ist, wenn ihr in Südafrika seid, das Wort für Grillen oder für Barbecue ist Braai. Jetzt haben wir also hier eine Feuerbox, da ist richtig Hitze drin, also ich glühe hier förmlich. Und hier ist also das Grillgrate, wo wir quasi die Sachen gleich drauflegen. Und jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir Hitze unter den Rost bekommen. Und dafür habe ich hier dieses handliche Werkzeug. Hier ist die Firebox und da ziehe ich mir jetzt einfach die Kohle unter den Grillrost runter. Und Leute, glaubt mir, das ist knüppelheiß. Das ist richtig knüppelheiß. Verteile ich jetzt hier so ein bisschen. Schauen mal wegen der Hitze. Das ist auf jeden Fall nicht zu viel. Das heißt also, wir wollen ja auch nicht, dass das Brot verbrennt. Und jetzt schmeißen wir da unsere Brote drauf. So, unsere Brote kriegen jetzt so langsam Farbe. Dadurch, dass natürlich das eine hier viel näher am Feuer dran ist, werde ich das mal jetzt eben so ein bisschen drehen. Und jetzt einfach noch dafür sorgen, dass wir noch ein paar mehr Kohlen darunter bekommen. Dafür geht ihr mit diesem Stab hier rein und macht quasi das Holz, was da drin ist, ein bisschen kleiner. Und dann haben wir neue Kohlen. Und Leute, glaubt mir, es ist extrem heiß. Es ist wirklich extrem heiß.
Wir sind jetzt hier in einem Raum, ja, und ja, das Ganze draußen bei richtiger Kälte, das ist natürlich ein absoluter Traum. Jetzt warten wir einfach noch 2 Minuten, dass unser Brot hier die richtige Farbe kriegt und dann kann man es drehen. Jetzt ist es Zeit, unsere Brötchen mal zu drehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wir haben jetzt also eine schöne, krosse Farbe gekriegt und jetzt drehen wir sie einfach um. Und lassen sie jetzt, aber das ist ein Duft von Knoblauchöl, das ist absolut fantastisch. Einfach jetzt umgedreht, nochmal so 3-4 Minuten bei indirekter Hitze, beziehungsweise doch ein ganzes Stück weit weg vom Rost. Also ich kann hier meine Hand drüber halten. 1, 2, also es ist auf jeden Fall erträglich. Und dann können wir gleich essen. So, und dann sind unsere Brei-Brotjes fertig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich drehe es euch mal um. Absolut perfekt. Die lassen wir jetzt noch so 2-3 Minuten abkühlen, weil jetzt sind sie noch innen drin richtig heiß. Und dann schneiden wir sie an. Das wird fantastisch. Als nächstes ist dann jetzt also an der Zeit, unsere Brote anzuschneiden. Und die sehen absolut fantastisch aus. Und dann schaut euch das an. Richtig schön kross, noch schön warm. Und der Käse innen drin richtig schön geschmolzen. Das wird richtig gut. Was dampft richtig. Absolut fantastisch. So, 2 Stunden sind rumgegangen und jetzt wird es Zeit, unser Fladenbrot auf den Weg zu bringen. Ja, das Steak ist fast fertig. Das Brot an der Reihe. So, und da hast du jetzt einfach das Fladenbrot. Genau, ich schmeiß auf den Rost. Brot auf den Rost drauf, genau. Und mit etwas flüssiger Butter einpinseln. Habe ich hier ein Brot hier schon mal geschmolzen. Etwas grobes Salz. Und warten, bis es bräunt. Ja, das Steak sehen wir da oben noch in der Ecke liegen. Gute 2 Stunden liegt es da jetzt schon. Kerntemperatur jetzt im Moment? 50 Grad. 50 Grad. Dann wird es jetzt gleich tatsächlich Zeit, dass wir es auf den Brei-Beefer zumindest packen und eine schöne Kruste drauf zaubern. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Butter kocht auf dem Teig. Ja, und wir haben nur die Hitze von unten. Und jetzt wird das Ganze mal gedreht. So, und jetzt wird die andere Seite auch bepinselt. Das Ganze einfach ein paar Mal drehen, da es schon gebräunt ist, der Teig durchgebacken ist. Ja. Etwas Salz. Kann auch später mit Kräutern oder mit Parmesan das Ganze schön toppen. Das ist eine super leckere Beilage. Das wird gut. So, unser Fladenbrot ist auf einem sehr guten Weg, braucht noch ein klein wenig. Jetzt kümmern wir uns um das Steak. Und haben wir jetzt hier unten dann so einen Rost eben unter dem Coalmaker und da kommt es jetzt rein. Jetzt kommt die brutale Oberhitze. Doch fast ein bisschen dick das Steak. Schaut aber noch gut aus. Jetzt kommt da oben an die Stange ran. Ja. Schade. Zu gut gemeint. Merke, das Steak darf maximal 4 cm dick sein. Das ist ein Prototyp. Der Finale ist noch, hat mehr Platz da unten, dass du ein bisschen mehr Raum hast. Aber ich denke, das Prinzip ist klar erkennbar. Das sieht doch anständig aus. So, das Brot.
fertig und jetzt heißt es Anschnitt. Ich gebe zu, es ist von dem Lichtverhältnis ein bisschen schwierig, weil wir haben hier so einen Deckenheizstrahler, der uns so ein schön tuffiges Licht hier macht. Aber Leute, ich kann euch sagen, das Steak ist tatsächlich medium. Ich glaube, jetzt kann man es inzwischen kann man es ganz gut sehen. Jetzt nehmen wir eine Scheibe von dem schönen Steak. Ah, jetzt sieht man es gerade, ja, das passt. Ab aufs Brot damit. So. Und was soll ich sagen, mehr braucht es nicht. Tracks, and today we're grilling a butter and sage chicken. We're doing this on the braai with a flipping grate.